Schmelzer fällt aus. BVB-Abwehrspieler Marcel Schmelzer wird der Borussia nach seiner Verletzung im Champions-League-Spiel gegen Zenit St. Petersburg mehrere Wochen fehlen. Die Diagnose lautet Muskelfaserriss am Schambeinansatz und was stand? Wiedereinsatz, also Wiedereinstieg ins Training in 4 Wochen. Das sind, glaube ich, ungefähr 12 Spiele oder so. Fee kritisiert Jugendwahn. Der scheidende Eintracht-Trainer Armin Fee hat seinem Club geraten, einen erfahrenen Mann zu seinem Nachfolger zu machen. Er wolle nicht sagen, dass er als Sportdirektor nie einen jungen Trainer verpflichten würde, sagte der 53-Jährige der FAZ. Aber die heutige Mode, dass alle jung und frisch sein müssen, fände er nicht gut. Fee wird seinen auslaufenden Vertrag in Frankfurt nicht verlängern und den Verein im Sommer verlassen. Nach Informationen des Daily Telegraph ist Ex-Bundesligaspieler Uwe Rösler bei der Eintracht im Gespräch. Lange Pause für Hövedes. Die Verletzung von Schalke-Kapitän Benedikt Hövedes ist schwerer als zunächst angenommen. Wie der Verein mitteilte, hat der Verteidiger im Champions-League-Spiel gegen Real Madrid einen Muskelbündelriss im linken Adduktorenbereich erlitten und wird den Königsblauen in den kommenden Wochen fehlen. Das sei sehr bitter, sagte Trainer Jens Keller. Personell würde man sprichwörtlich am Stock gehen. Bader kämpft um Drimmitsch. Nürnbergs Manager Martin Bader will Stürmer Josip Drimmitsch um jeden Preis halten. Man werde alles dafür tun, Josip zu überzeugen, bei ihnen zu bleiben, sagte der 46-Jährige der Bild. Man habe Drimmitsch und seinem Berater klargemacht, dass man allen Interessenten die Tür zuschlagen werde, erklärte Bader. Zuletzt hatte es vermehrt Spekulationen um einen möglichen Abgang des Schweizers zum Saisonende gegeben. Bundesliga aktuell. Von Montag bis Freitag. Immer 18:30 Uhr. Auf Sport 1.